Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blazing Beaks. Wir werden heute genau dasselbe probieren wie gestern, aber mit einem Charakter, der kein DLC-Charakter ist. Ich meine natürlich kein Mod-Charakter. Heißt, wir werden weder mit diesem spielen, noch mit dieser coolen Crow, die ich eigentlich mega gerne mag. Und ich habe mir überlegt, wir spielen entweder das Schnabeltier, weil es einfach das süßeste Wesen aller Zeiten ist in diesem Spiel. Den Papageien oder die Blaudrossel sind alle sehr cool, finde ich. Der Pinguin ist am stärksten, aber ich glaube, ich gehe mit der Blaudrossel, weil wir brauchen irgendwas, womit wir ein bisschen länger überleben als nur ein Hit. Und da ist die Blaudrossel prädestiniert für, denn die verliert nur maximal Leben, wenn sie gar keine Leben mehr hat. Ich glaube, ihre Anfangswaffe ist nicht so geil. Oh, geht eigentlich. So eine schöne Pistole ist vollkommen in Ordnung. Und ja, ansonsten kann der, glaube ich, nicht viel. Obwohl doch, der konnte noch mehrere Sachen, ne? Ich glaube, der konnte... Nee, das war die einzige Sache. Ah, ich bringe die gerade durcheinander mit dem Papagei und so. Naja, egal. Sei es drum. Ich glaube, heute werden wir besser sein. Dieselben Ziele wie beim letzten Mal. Heißt, wir wollen wieder im Friedhof nicht getroffen werden und hoffentlich funktioniert das dieses Mal mit der Errungenschaft. Das wäre richtig Knorke. Und ich habe mir ein paar Tipps, naja, angeguckt, nicht wirklich. Ich habe sie mir selber nochmal ins Gedächtnis gerufen. Ich wusste die halt schon irgendwann mal, habe sie aber in meinen Runs nicht mehr benutzt. Und zwar zum Beispiel. Aua. Cool, ich habe nur noch ein Leben. Das sieht sehr schlecht aus für den Anfang, aber kriegen wir hin. Ja, jetzt haben wir gar keine Leben mehr. Alles klar, das machen wir nochmal. Aber zum Beispiel, jetzt liegt hier ja so ein Herzchen rum. Okay, mit einem Herzchen ist das noch ein bisschen blöd, weil wir hatten von Anfang an keine vollen Leben. Aber wenn hier Herzen rumliegen und wir keine vollen Leben haben, dann kann man sich ja einfach mal im Level treffen lassen. So für einen Schaden. Und dann hat man ja die Chance auf einen Geheimraum. Vielleicht sehen wir das nochmal irgendwann in diesem One. Das wäre ganz cool. Und in Geheimräumen können ja immer mal irgendwas sein, unter anderem neue Artefakte und sowas. Bewegungstempo von Gegnern erhöht, ist okay. Und ja, ich möchte jetzt mal ganz viele Mini-Tricks benutzen, die für sich allein stehend vielleicht nicht so viel bringen. Aber wenn man die alle akkumuliert, dann bringen die, glaube ich, einen riesen Unterschied in dieses Spiel, ob man das jetzt schafft oder nicht. Unter anderem zählt da zum Beispiel zu, dass man nicht sofort in die Shops reingeht, beziehungsweise man kann in die Shops gerne reingehen, aber dass man nicht sofort seine Artefakte abgibt. Ich habe jetzt ein Artefakt, das die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern erhöht, ist mir aber gerade egal und ich warte lieber, dass mein Artefaktenscore da oben noch höher geht, weil dann kriegt man auch bessere Sachen von der Krähe. Ich glaube, das ist schlauer, Leute. Und wir kaufen uns eine zufällige Waffe, weil... Weil wir probieren heute das auch nochmal aus, mit zwei zufälligen Waffen in einem One zu kaufen. Die Waffe ist richtig kacke, weil die verschwendet unsere Münzen. Und dann müssten wir quasi die ganze Zeit mit dieser goldenen Waffe rumlaufen. Weil jedes Mal, wenn man schießt, kriegt man halt kein Geld mehr dazu. Jetzt können wir es einmal treffen lassen. Wir haben hier leider keinen Geheimraum in diesem Raum. Ist aber in Ordnung. So, deswegen haben wir jetzt den kleinen violetten Laser. Der ist auch ganz nett. Kann man auf jeden Fall was mit machen. Verdoppelt die Abwechslungszeit deiner aktiven Fähigkeit. No one cares. Ich nutze die sowieso nicht. Das ist auch noch so eine Sache, die ich auch in meinem Kopf wieder drinne habe. Vielleicht mal... Okay, das war jetzt sehr dummer Damage, aber wir kriegen sowieso noch ein Leben, Leute. Chillt mal eure Base, ja? Chillt einfach mal. Ich sollte häufiger meine aktiven Fähigkeiten verwenden. Und zwar nicht nur, wenn ich diese Fähigkeit habe, mit der man schneller schießen kann. Irgendwo lebt noch was da. Du fieser kleiner Kapper. Alright, ansonsten gab es nichts Spannendes in der Ebene. Heißt, hallo Krötchen. Und tschüss Krötchen. Das war ein sehr einfacher Boss, aber gegen den ersten Boss hat man halt nie Probleme. Oh mein Gott, wieder die beste Fähigkeit hier. Jetzt müssen wir halt doch schon mal in den Shop gehen, damit wir unsere Artefakte oder unsere Fähigkeit wieder schneller einsetzen können. Und warum ist das die beste aktive Fähigkeit? Richtig, weil man sie einfach in jedem neuen Level, den man betritt, sofort einsetzen kann und dann einfach schon die ersten Gegner einfach vernichten kann. Das ist so geil. Also man muss gar nicht diese... Wir haben jetzt noch 20 Sekunden Cooldown, wie ihr da oben seht. Aber wenn ich jetzt in den nächsten Raum reingehe, dann wird der Cooldown einfach zurückgesetzt. Das ist so geil bei dieser Fähigkeit. Also bei jeder Fähigkeit eigentlich. Aber bei der Fähigkeit merkt man das besonders gut. Einmal hier reinlaufen. Okay. Weil die eben so eine riesige Cooldown hat. Was haben wir hier? Eine Kiste und ganz böse Viecher. Erstmal schnell vernichten. Das ist nicht so cool, wenn die mich hier jetzt irgendwie in die Ecke treiben. Ja, Money! Der macht leider mehr als einen Schaden, deswegen kann ich hier den Trick nicht verwenden. Und ich glaube, hier könnte auch gar kein Geheimraum drin sein, oder? Habe ich jetzt schon Schaden bekommen im Friedhof? Ich glaube nicht, außer ich habe das irgendwie mit Absicht gemacht. Doch, ich glaube, ich bin ganz am Anfang in so eine Pfütze reingelaufen, ne? Einmal hier reinlaufen. Okay. Mist, sonst hätte ich ja meine Errungenschaft hier nochmal bekommen können, dass ich im Friedhof keinen Schaden bekomme. Da habe ich wieder nicht lange genug überlegt, weil ich ein Dummkopf bin. Hier bitte, nimm bitte einfach alles und gib mir ein paar Leben. Leben wäre sehr, sehr wichtig. Okay, bisher nicht. Bessere Waffen im Laden, okay. Erhöht die Chance auf mehr erbeutete Artefakte, okay. Was sind jetzt genau Artefakte? Das sind die
bösen Sachen, ne? Ja. Gegenstände sind die guten Sachen, Artefakte sind die bösen Sachen. Wir können jetzt mehr böse Sachen kriegen. Toll! Wir behalten unsere Waffe, die wir jetzt haben, und hoffen, dass wir irgendwann nochmal eine zufällige Waffe bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zwei zufällige Waffen bei einem Shopbesuch kaufen muss. Also entweder die haben es wieder doof übersetzt, aber ich glaube nicht. So schlecht können die Russen da jetzt auch nicht sein. Oh, apropos Russen, Leute. Habt ihr gesehen, SpaceX, wie die zur ISS geflogen sind? Ich weiß, das sind keine Russen, sondern Amerikaner. Aber auf der ISS sind auch Russen unterwegs. Und ich bin irgendwie gerade in so einem Loop drin bei YouTube. Ich habe mir halt von der SpaceX das angeguckt, von der Dragon, wie die dann die ISS rangeflogen ist und angedockt hat und bla bla bla. Das war ja irgendwie so ein ganzes Tagesevent. Also das ging 24 Stunden oder was oder sogar noch länger. Fand ich sehr interessant. Und seitdem schlägt mir YouTube halt konstant nur noch Raumschiff-Sachen vor. Wie die da so Sachen zeigen, was sie auf der ISS machen. Oh, ach ja, ach hier, der blaue Typ hat noch gemacht, dass man Leben bekommt für 5 Münzen jeweils. Mega gut. Schade, dass ich Leben verloren habe. Genau, jetzt gucke ich mir die ganze Zeit solche ISS-Rundführungen an, die mega interessant sind und auch mega witzig. Und die gehen immer jeweils so über eine Stunde. Das habe ich mir jetzt angeguckt von den Amerikanern einmal. Oh mein Gott. Und von dem Deutschen, der da ja auch ist, dieser Alexander. Und dann wurde mir ein Video vorgeschlagen von einem Japaner. Also die anderen immer alle so richtig witzig, haben die ISS vorgestellt. Hier machen wir das und das und hier und das und das. Und dann kommt da der Japaner und der macht sich einfach eine Dose mit irgendwelchen Fisch drin warm. Über eine halbe Stunde. Das fand ich sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Oh, mehr Leben, schön. Aber ja. Und es sieht mega funny aus, wenn die da immer... wenn die da durch ihre ISS rumfliegen, das muss so witzig sein, da rumzufliegen im luftleeren Raum. I don't know. Ich glaube, man kann sich da auch richtig schnell dran gewöhnen, so rein vom Gehirn, dass man gar nicht mehr seine Füße braucht, um sich fortzubewegen, sondern einfach nur mit seinen Armen sich da dann so lang hangelt quasi, um sich dann fortzubewegen. Stelle ich mir mega witzig vor. So ein bisschen wie, als wenn man im Wasser ist, aber halt konstant und ohne nass zu werden. Ich glaube, ja doch, die trainieren ja sogar im Wasser, ne? Ich glaube, die haben eine ISS nachgebaut in so einen riesigen Pool. Und da trainieren die dann, wie ihr das Fortbewegen wäre auf der ISS, beziehungsweise im All allgemein. Mega cool, finde ich das. Aber Astronaut will ich, glaube ich, trotzdem nicht werden. Und wisst ihr warum, Leute? Weil mein Herz das garantiert nicht mitmachen würde. Ich bin jetzt nicht sehr unsportlich so und so, aber wenn du da dann im luftleeren Raum bist... Schwerer violetter Laser. Oh mein Guschnis. Oh, muss ich mitnehmen. Muss ich mitnehmen. Super teuer, aber muss ich mitnehmen. Wenn du da im luftleeren Raum bist, da checkt dein Herz ja gar nichts mehr. Also du hast ja einfach keine Gravitation. Und wenn du keine Gravitation hast, dann ist das garantiert auch... Oh, sehr viel schwerer. Nein. Ach ja, wir verlieren hier nur Max Leben. Okay. Sonst wäre ich jetzt schon wieder tot. Danke, Bluebird. Ein Glück habe ich dich ausgewählt. Habe ich das Ding einfach aufgefressen. Mann, ey. Ja, aber dann weiß das Herz ja gar nicht mehr, wo muss ich denn jetzt hinpumpen? Und ich kann mir vorstellen, dass das Herz mehr leisten muss im All als auf der Erde. Ich glaube, das Herz wird mit der Arbeit erleichtert, wenn du Schwerkraft hast. Ist das so, Leute? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht ja schon. Jedenfalls stelle ich mir das sehr komisch vor. Und hier dieser Gleichgewichtssinn, der ja im Ohr sitzt, der muss doch auch richtig austicken, oder? Was geht denn mit dem dann ab? Es gibt ja einfach kein Oben und Unten mehr. Dann aber wiederum geht er ja auch nicht an Arsch, wenn du im Wasser bist. Jetzt bin ich sehr verwirrt, Leute. Wie funktioniert das All? Kann mir das mal irgendjemand schreiben? Du willst Herzen von mir? Oder gibst du Herzen? Willst du Herzen oder gibst du Herzen? Es gibt auch noch eine Errungenschaft, wo man 10-mal solche Automaten benutzen muss in einem One. Aber ich glaube, das kann ich mir hier gerade nicht leisten. Deswegen lassen wir es. Und gehen einfach zum Boss. Ich schneide übrigens die Blazing Beats Videos jetzt auch wieder so ein bisschen. Also ich lasse ein paar Räume aus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich mache das halt so, wie ich diese Videos auch angucken würde. Und ich fände es irgendwie ein bisschen doof, wenn so ein Roguelike-Video, vor allem, wo man den Anfang immer und immer wieder sieht, weil man einfach zu scheiße ist, wenn man immer wieder den Anfang sieht, dass da so ein Roguelike-Video einfach 40 Minuten geht, dann würde ich einfach nach vorne springen. Und das möchte ich euch ersparen. Ach, wir sind schon beim dritten Block. Okay. Stimmt, wir haben ja schon den zweiten Boss besiegt gehabt. Und jetzt haben wir nochmal 5 Münzen gerade eingelöst. Um ein Herz zu bekommen. Das war eben dieses goldene Herz, das wir da gesehen haben. Oh mein Gott. Zieht er 2 oder zieht er 3 Leben ab, wenn er trifft? Das war auf jeden Fall gerade mega
Schnappi. Bei dem muss ich mich auch tatsächlich ein bisschen konzentrieren. Ich finde aber tatsächlich den zweiten Boss schlimmer als den hier. Der ist auch in Ordnung. Wenn da nicht zu viele von diesen... Ja, was soll das sein? Bienchen? Von diesen Bienen droppt. Wenn er nicht irgendwie ganz komisch fliegt. Aber das ist manchmal so richtig kacke, ihn zu treffen. Also eigentlich müsste man halt immer so ein bisschen stehen bleiben, um ihn zu treffen. Aber da passiert das dann auch sehr schnell, dass man einfach mal zu lange stehen bleibt. Oh, und bei dem Boss, wenn man mit dem Boss jetzt noch das Chicken hätte, dann wäre man ja richtig am Arsch. Weil das Chicken hat eine schlechtere... Oh mein Gott. Eine schlechtere Accuracy. Ich weiß gerade nicht das deutsche Wort. Was heißt denn Accuracy auf Deutsch? Genauigkeit. Eine schlechtere Genauigkeit, wenn er läuft. Oh, kannst du ihn bitte einmal treffen? Danke. Dann ist dieser Boss ja richtig kacke. Okay. Läuft doch aber gut. Das war der dritte Boss. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im Verlies. Und bis hierhin hätte man der Krähe kein einziges Artefakt geben dürfen, um, glaube ich, eine weitere Fähigkeit zu bekommen. Also bis ich mich da so sicher mal fühle, dass ich bis hierhin kommen soll, ohne der Krähe irgendwann mal irgendwas zu geben, kannst du ja voll vergessen. Guck mal, dann wird mir alles Mögliche hier fehlen. Okay, das sind jetzt gar nicht so krasse Sachen. Hätte ich eventuell hinbekommen können. Aber eigentlich ist das Schlechte daran halt, dass man diese ganzen bösen Artefakte dann bei sich inne trägt. Und die machen ja erst, dass man so richtig schlecht ist. Oh mein Gott. Schon ein bisschen eklig, dass das hier alles so dunkel ist. Hä? Der macht nur ein Damage? In so einer tiefen Ebene machen die nur ein Damage? Das ist ja sehr knuffig, muss ich sagen. Apropos knuffig, habt ihr vorgestern eure Katzen umarmt, Leute? Denn vorgestern war der Umarme deine Katze-Tag. Ich habe meine Katze umarmt und die hat dann gemacht. So eine Art. Aber ich glaube, ihr hat's gefallen. Ich habe meine Katze lieb auf jeden Fall. Oh, zwei Max-Leben. Nochmal mehr. Alter, wir kriegen richtig viele Leben. Was ist das, eine Harpune? Eine Speerbombe einfach. Die explodiert locker. Granatenwerfer explodiert auch. Deswegen, ich würde mich mit allem umbringen, was hier ist, nehme ich alles nicht mit. Das würde mich aber allgemein interessieren, Leute. Habt ihr Katzen oder allgemein Haustiere? Aber Katzen wäre interessanter für mich. Ich muss sagen, ich bin wirklich eher der Katzentyp, auch wenn ich beides habe und auch beides in meinem ganzen Leben bisher immer hatte. Aber ich mag Katzen irgendwie lieber, weil die sind dann auch mit ihr im Bett und meine Hunde durften bisher noch nie in mein Bett. Deswegen Katzen kann man kraulen, die brauchen nicht so viel Liebe, kriegen aber trotzdem Liebe und geben auch Liebe. Und das ist alles toll. Klont alle aktiven Gegner, wenn du Schaden erleidest. Ah. Kann cool sein, kann aber auch scheiße sein, aber gibt so krass viel an Artefakt-Score. Ich nimm's mal mit. Ich werde einfach nicht getroffen und dann passt das schon. Das ist sowieso der beste Tipp für dieses Spiel, glaube ich. Einfach nicht getroffen werden. Und dann ist alles easy. Solange die Bosse nicht verdoppelt werden, wenn sie einen treffen, ist das cool. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Shop, bevor wir hier zum Boss kommen. Okay, sieht so aus, als wenn wir leider keinen Shop mehr bekommen. Und der vierte, ist das der vierte Boss? Der vierte Boss ist halt auch mega assig, also einer der assigeren Gegner auf jeden Fall. Oder Bosse. Mir fällt gerade auf, eigentlich ist nur der erste Boss nicht assig. Alle anderen Bosse sind ultra assig. Oh mein Gott. Vor allem der im gelben Gebiet. Den habe ich einmal gesehen. Das war einfach der assigste Boss von allen. Den muss ich auch irgendwann nochmal besiegen. Wir werden im nächsten Part einfach mal probieren, ins gelbe Gebiet zu gehen. Oder war das rote Gebiet? Eins von beiden. Ich glaube, das rote Gebiet. Jetzt erstmal konzentrieren, dass der uns hier nicht killt. Und da dann den Boss vernichten, weil da schalten wir auf jeden Fall auch noch was frei. Sobald wir das mal machen. Und, ja, ich habe den halt noch nie besiegt. Von dem her ist das bestimmt eine gute Idee. Okay, so bei diesem Boss eigentlich sehr, sehr einfach. Er gibt sehr, sehr viele Leben. Und man muss eigentlich nur darauf achten, dass einen diese Steine am Anfang nicht treffen. Die beste Fähigkeit tatsächlich für diesen Boss, finde ich, ist diese ganz normale Fähigkeit von an Anfang, diese Federfähigkeit, weil man mit der so einfach diesem Teil da ausweichen kann. Ja, fuck, er zieht dann halt auch immer ran. Das ist ist gar nicht so scheiße, dass sie jetzt alle hier verdoppelt werden. Wenn die denn dann irgendwann auch mal Leben droppen könnten. Aber ich glaube, den sollten wir easy hinbekommen. Oder können geklonte Sachen keine Leben droppen? Da haben wir zumindest mal eins. Muss ich nur noch hinkommen und einsammeln. Ja, friss deine ganzen Dinger hier auf. Bin so froh, dass ich nicht irgendwas mitgenommen habe. Was macht, dass ich 5 Sekunden nicht angreifen kann, wenn ich getroffen wurde. Ich glaube, das ist dieser Bolzen, ne? Der macht das. Den habe ich früher auch mal viel zu häufig mitgenommen. Ich rate jedem, der dieses Spiel spielt, nimmt niemals diese komischen Bolzen mit. Die machen, dass wenn ihr einmal getroffen werdet, dass ihr für 5 Sekunden nicht angreifen könnt. Das ist das schlechteste, nein, nicht das schlechteste, aber eines der schlechtesten Artefakte, die man mitnehmen kann. Hilfe. Sieht aber gerade
ganz gut aus. Also dieser Boss hier ist halt nervig, weil er so viele Leben hat und man saulange Zeit braucht, um diese ganzen Zitzen immer zu töten. Aber das, was ihn nervig macht, macht ihn halt auch wieder einfach, weil man, wie gesagt, sehr viele Leben durch diese Zitzen bekommt. Also ich weiß nicht, ich gebe dem Boss eine... Oh mein Gott. Eine... Boah. Eine 6 von 10 im Schwierigkeitsgrad und eine 7 von 10 im Nervigkeitsgrad. Lass uns mal auf ihn konzentrieren, dass er hoffentlich stirbt. Come on, come on. Ne, wird noch eher... Fuck! Wie lange dauert denn dieser Boss bitte? Okay. Er ist doch nicht mehr Nervigkeit 7 von 10, sondern... Ne, 6 von 10, sondern jetzt ist er 7 von 10. Oh, ach, da ist er schon wieder. Ich habe nicht drauf geachtet. Bitte töte ihn. Mir egal, ob ich getroffen werde. Hauptsache, er ist tot. Okay. Cool. Und wir haben sogar noch volle Leben. Sind das dann noch mehr Leben? Sehe ich hier noch mehr Leben? Hier lebt immer noch irgendwas. Okay, bist du noch mehr Leben? Füg deine LP wieder auf und wenn du bereits die vollen LP besitzt, erhältst du ein Max-LP dazu. Ultra gut. Eine schlechte Fähigkeit, die ich nicht haben will und noch irgendwas Schlechtes. Letztes Gebiet, Leute, mit 8 Leben und die sind sogar voll. Läuft ja richtig bei uns. So, im letzten Gebiet, hier war ich am seltensten. Wer hätte es gedacht? Aber es ist tatsächlich so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die Gegner hier machen. Okay, der konnte seine komische Zunge machen und der hat einen Laser gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal irgendwann von diesem Laser getroffen wurde. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass er sehr viel Damage macht. Wenn hier irgendwas One-Hit ist, dann raste ich aber aus. Also wirklich, dann bin ich mega am Ausrasten. Dann wäre ich nicht gerne in meiner Nähe. Nur mal so als Warnung. Sowohl an das Spiel als auch an euch. Läuft nämlich gerade einfach viel zu gut. Und das, obwohl ich eigentlich mega müde war, bevor ich aufgenommen habe. Genau deswegen mache ich Let's Plays, weil ich beim Let's Playen plötzlich wieder wacher werde. Und dann besser als spielen bin. Was wieder ein bisschen rausgenommen wird, weil ich die ganze Zeit labern muss. Und labern und spielen gleichzeitig ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber im größten Fall macht mich das auf jeden Fall wacher. Das ist unser Shop. Und dann gehen wir einfach nur zum Boss. Ich meine, wir sind stark genug, wir haben... genug Leben. Wir haben alles genug. Wir müssen jetzt nicht greedy werden, um noch stärker zu werden. Oh, der macht aber 3 Damage. Und die werden natürlich alle verdoppelt. Ja, mega gut. Einfach sachte runterspielen und alles töten. Was machen diese komischen Viecher? Können die irgendwas? Irgendwie machen die gar nichts. Außer kleiner werden. Oh mein Gott. Ich habe so Angst vor allem. Okay, warte. Erstmal verstecken, bis diese ganzen grünen Dinger weg sind. Okay. So, heute gehen wir mit Gehirn an die ganze Sache ran. Alright, 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 alright. Aber süß sind die schon. So, wir werden unsere Artefakte los. Ich bin gespannt, ob wir nochmal Leben bekommen. Zeig mal her. Wir hatten nur 2 Artefakte und die haben uns einen Artefakt-Score auf 4 gegeben. Krass. Verringert LP aller Gegner um 10. Nice. Erhöht Nachladegeschwindigkeit. Nice. Verdoppelt die Chance auf mehr Erbeutenschlüssel. Ist okay. Und 50% auf einen Artefakt oder plus ein P. What? Was macht das genau? Wir haben auf jeden Fall ein LP dazu bekommen. Ist das random, was man von dem Teil bekommt? Ah, okay, wir haben jetzt statt ein Artefakt ein LP und ein Max-LP bekommen. Mega geil, was kriegen wir denn hier für einen geilen Scheiß heute? Nur noch dieser Raum und dann sind wir schon beim allerletzten Boss. Hä? Das lief heute viel zu schnell erstens und viel zu gut. Na gut, ich bin einmal gestorben. Also ich wäre einmal tot gewesen, hätten wir nicht diesen blauen Vogel. Also seine Fähigkeit hat tatsächlich mir auch was gebracht. Nicht nur, dass der blaue Vogel cool aussieht und so, er hat mir tatsächlich auch was gebracht. Apropos blauer Vogel, Leute. Wir sind jetzt beim letzten Boss. Es gibt einen Eisvogel. Und wusstet ihr, dass der hat so einen langen Schnabel. Und damit kann er aus der Luft ins Wasser rein, ohne dass es splattert. Und das haben sich die Japaner abgeguckt und haben sich einfach gedacht, ja, das machen wir auch. Und... wieso habe ich die Fähigkeit eingesetzt? Ich Dummchen. Und deren Shinkansen, also deren Schnellzug, ist einfach daran angelehnt, an diesen Eisvogel. Ist mir gerade nur in den Sinn gekommen, weil ich hier so einen blauen Vogel habe. Weil davor hat der Shinkansen wohl irgendwie so einen Superboom gemacht, oder einen Sonic-Boom, so heißt das. Wow, also so ein Ultraschall-Knall, der einfach so klingt, als wenn irgendwo eine Rakete explodiert wäre. Wenn er aus einem Tunnel rausgegangen ist. Hallo, ich erzähle hier gerade was. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Wieso hat er mir eben kein Damage gemacht? Das war ja weird. Ja. Und daran haben die sich ein Beispiel genommen. So, ich habe hier gerade mega schlecht gespielt gegen diesen Fuzzi. Und habe nur noch 4 Leben. Aber ich glaube, den sollten wir trotzdem schaffen.
An sich ist er gar nicht so schwer. Er ist halt nervig, wenn er auf einen zuläuft. Und man sollte darauf achten, dass man seine Gegner, die er so spawnt, immer tötet sofort. Ah, ich bin viel zu nah an ihn dran. Das ist eigentlich bad, was ich hier gerade mache. Egal. Kriegen wir schon hin, hoffentlich. Und man kann ihn halt nur angreifen, wenn er so erschöpft ist und dann zu so einem Scheißhaufen geht und sich da voll frisst. Kriegen wir ihn tot? Nee, ich glaube eher eine Runde müssen wir noch. Na gut. Ausweich-Action. Ausweich-Action. Ich laufe weg und greife dich nicht an. Bitte tun Sie dasselbe. Laufen Sie weg und greifen Sie mich nicht an. Er ist auch irgendwie super. Au, super knuffig. Ich habe nicht gesehen, dass das so ein Viech war. Oh mein Gott. Oh, ich habe keine Leben mehr. Nur noch ein Leben. Kann ich das bitte schaffen, ohne die Fähigkeit nochmal einzusetzen? Okay, danke. So, und jetzt könnten wir nämlich sowohl den Krux hier oben töten. Okay, warte, wir müssen erstmal den Typen vernichten. Es gibt jetzt mehrere Optionen. Wir könnten gegen den Bären gegenlaufen. Aber eigentlich ist Krux ja der böse Typ. Also dann wird der Loop anfangen, bla bla bla. Und deswegen töten wir Krux! Nein, ich will... Was? Habe ich zu lange gewartet? Hä? Ich will Krux töten. Nein, ich habe wieder alles falsch gemacht. Wie töte ich Krux? Nein, was habe ich getan? Ich kann nicht mehr schießen. Also, ich hätte diesen Typen berühren können. Ich hätte ihn abschießen können. Und dann wäre er explodiert. Dann wird, glaube ich, kein Loop anfangen. Jetzt ist er weggelaufen, weil ich zu lange gewartet habe. Deswegen können wir jetzt in den Loop rein. Aber ich will nicht in den Loop rein. Und eine Errungenschaft ist es, dass man Krux tötet. Und das hier ist Krux. Aber ich kann nicht mehr schießen. Oder war das so, dass wenn man den abgeknallt hat, dann ist da so eine kleine Version rausgekommen, ne? Und die ging dann in den Arm von dem Typen. Und hätte man den dann töten können? Oh Mann, ich will aber nicht in den Loop. Ich schaff das doch sowieso nicht. Ja, toll. Ich wollte aber gerne Krux töten. Kann der jetzt bitte hier noch irgendwo einfach sein? Dann habe ich ja gar nichts geschafft. Ich habe weder... Oh, vielleicht. Wir haben richtig viel Geld. Dann möchte ich bitte nochmal einen Shop bekommen, damit ich eine zufällige Waffe kaufen kann. Aber das wäre dann nicht im einen Mann gewesen, ne? Weil wir sind ja gerade sowieso im Loop. Der Wickel. Das ist jetzt sehr belastend. Ich habe das Spiel durchgespielt, aber habe nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Ach Mann, ey. Kackspiel. Nein, ist okay. Na gut, dann würde ich aber sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir werden nächstes Mal das rote Gebiet angucken oder das gelbe. Das Gebiet, das ich bisher noch nicht so oft gesehen habe. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt mit dieser Folge. Wenn ja, dann lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.